Unter allen Religionen auf der Welt nimmt das Christentum eine Sonderstellung ein. Es ist in gewisser Hinsicht sogar einzigartig. Und das nicht mal unbedingt im Hinblick auf die Gottesvorstellung. Die findet man auch in anderen Religionen. Nicht mal unbedingt im Hinblick auf den Glauben an sich. Ähnliche Konzepte findet man auch woanders. Auch nicht im Hinblick auf die Gebote. Die findet man auch so oder in ähnlicher Form in anderen Religionen. Auch nicht unbedingt im Hinblick auf das Konzept der Erlösung. Auch das ist aus der Geschichte längst bekannt. Es gibt etwas anderes, was das Christentum einzigartig macht. Etwas, was man nur dort findet und nirgendwo sonst, in keiner Religion auf diesem Planeten. Ich stelle mir einmal einen gläubigen und praktizierenden Juden vor, der sich schon sein ganzes Leben mit seiner Religion identifiziert. Und eines Tages kommt er in seine Synagoge, schlägt seine heiligen Schriften auf, liest etwas über den Gründer seiner Religion, nämlich den Propheten Moses, und stellt fest, dass Moses überhaupt kein Jude war. Er würde dort lesen, Moses war Hindu, hat in hinduistischen Tempeln gepredigt, aus hinduistischen Schriften vorgelesen, die hinduistische Religion verbreitet, hinduistische Götter angebetet. Was würde in diesem Juden vorgehen? Ich meine, es gibt durchaus nette Hindus, das will ich damit ja gar nicht sagen, aber sein ganzes Gefühl für die Identifikation mit seiner Religion wäre doch im selben Moment verschwunden. Jetzt wird natürlich jeder sagen, wo gibt es denn sowas? Das kann doch gar nicht passieren. Wo gibt es einen Fall, dass jemand eine Religion gründet und die Religion, die er gründet, ist eine ganz andere als die, die er selber praktiziert? Das macht doch gar keinen Sinn. Das gibt es doch nirgendwo auf diesem Planeten. Und das stimmt. Das gibt es auch nirgendwo. Mir ist nur eine einzige Ausnahme bekannt. Und das ist das Christentum. Wir haben hier den ungewöhnlichen Fall, dass jemand eine Religion gründet und eine andere Religion praktiziert als die, die heute nach ihm benannt ist. Das müsste doch zumindest eine Diskussion auslösen. Wenn ich selber Christ wäre, ich würde mir doch die Frage stellen, was ist hier passiert? Wie kann das sein? Ich will ja gar nicht sagen, dass es keine plausible Erklärung dafür geben kann, aber zumindest müsste man sich doch die Frage stellen. Und nicht, dass man mich falsch versteht. Es geht mir überhaupt nicht darum, Gott in Frage zu stellen. Der ist für mich über jeden Zweifel erhaben. Es geht mir auch nicht darum, Jesus in Frage zu stellen. Auch seine Botschaft ist für mich über jeden Zweifel erhaben. Aber seitdem sind 2000 Jahre vergangen. Und was in 2000 Jahren passiert ist, das kann man durchaus in Zweifel ziehen. Eigentlich müsste es doch jetzt diese Diskussion geben. Man müsste das doch eigentlich hinterfragen. Nun, das hängt aber ganz davon ab, warum man überhaupt Christ ist. Warum identifiziert man sich damit? Es gibt eine Menge Leute, die sind deswegen Christen, weil Weihnachten das Fest der Liebe ist. Einmal pro Jahr kommt die Familie zusammen, es ist eine tolle Atmosphäre, die Kinder freuen sich über die Geschenke. Warum soll er sich damit auseinandersetzen? Es spielt für ihn doch überhaupt keine Rolle, ob Jesus das tatsächlich praktiziert hat oder nicht. Solange die tolle Atmosphäre einmal pro Jahr vorhanden ist, reicht das doch für ihn völlig. Es gibt welche, sie identifizieren sich damit, weil die Familie halt schon immer Christen sind. Und das würde irgendwie nicht passen. Man kann doch jetzt nicht aus der Reihe tanzen. Und solange das gegeben ist, solange die Familientradition aufrechterhalten wird, ist er damit völlig zufrieden. Ob Jesus das gepredigt hat oder nicht, ist doch für ihn völlig egal. Es gibt welche, sie sind deswegen Christen, einfach nur, weil sie Hoffnung durch diesen Glauben beziehen. Und solange diese Hoffnung da ist, sind sie zufrieden. Warum sollen sie das in Frage stellen? Sie wollen ja einfach nur Hoffnung aus der Religion ziehen. Es gibt welche, sie identifizieren sich damit, weil es eine schöne Religion ist. Es gibt diese Botschaft der Nächstenliebe und das ist doch das, was uns heute im 21. Jahrhundert auch fehlt. Und solange das vorhanden ist, wird er das niemals in Frage stellen. Warum? Die Botschaft ist doch vorhanden. Und man will feststellen, wenn diese Menschen sich damit auseinandersetzen und das Ganze hinterfragen und sie stellen irgendwann fest, es könnte vielleicht irgendwas nicht zusammenpassen. Vielleicht ist das gar nicht das, was Gott von ihnen verlangt. Sie werden verärgert. Sie fühlen sich persönlich betroffen. Sie haben das Gefühl, als will jemand ihnen das Schöne aus ihrem Leben wegnehmen. Aber es gibt auch welche, die sind Christen aus einem einzigen Grund.
Die sind nur deswegen Christen, weil sie der festen Überzeugung sind, dass das das ist, was Gott von ihnen verlangt. Sie interessieren sich überhaupt gar nicht für Religion per se. Sie sind nur daran interessiert, was Gott von ihnen verlangt. Und wenn diese Menschen das einmal hinterfragen und vielleicht zu der Überzeugung zu gelangen, dass Gott vielleicht etwas anderes von ihnen verlangt, die werden nicht verärgert sein. Im Gegenteil, sie sind froh. Sie sind dankbar, wenn sie davon gehört haben. Und besonders sind sie dankbar, davon gehört zu haben, bevor es zu spät ist. Es sind diese Menschen, die von einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Christentum profitieren. Und das sind die Menschen, die ich mit dieser Vortragsserie ansprechen möchte.